Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MacSnake, ich zocke gerne. Ich zocke für euch, ich zocke Bastion. Ich höre schon auf zu quatschen und setze das Spiel fort. Ja, ja. Schwebst du in Gefahr, dann drücke A, um auszuweichen oder LT, um dich zu verteidigen. Hilfreich. Sehr hilfreich. So. Wir hatten das letzte Mal Pyth besiegt und haben dafür diese ulkige Figur hier unten gekriegt. Und ich werde mir jetzt mal ein neues Areal suchen, um euch zu zeigen, wie das Spiel weitergeht. Fort Zunderstein. Denn auf die Übungsgelände habe ich überhaupt gar keinen Bock. So ärgerlich, dass er sich im sichersten Fort der Stadt befindet, ist es für mich natürlich kein Problem. Suche in jedem Bereich nach versteckten wertvollen Materialien und Andenken. Klaro, auch das. Ach ja, das wüsste ich aber, wenn ich hier ausgelacht werde. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. Mir völlig egal. Wer braucht schon City Marshals? Ernsthaft? Ich habe eine Kriegsmachete. City Marshals. Ich bitte um mich. So. Den weg. Kann man hier noch irgendwas verkloppen? Kann man nicht. Ich muss da wohl hoch. Gut, gehe ich da hoch. Calamity was mercy for normal folks. Ja. The windbags ain't so lucky. Nein, waren sie nicht. Sie haben sich mit mir angerichtet. Da gibt's immer auch eine Fresse. Was ist hier los? Scheiße, die Wand an. To freeze or starve or face the kid. Eieieiei. Nee, das hier ist dann doch nicht mehr so angenehm wie gedacht. So, aber ich bin in einer neuen Stufe, das ist ja auch mal ganz angenehm. Mit 2 mehr Gesundheitspunkten. Das hilft mir jetzt. Warum ist der rosa? Unfaire Scheiße hier. Wham. Kids ready for the windbags this time. Habe ich total kalt gemacht, den blöden Windbag. Wo sind denn hier noch ein paar Diamantsplitter versteckt? So, da also nirgendwo. Weiter geht's. Oh. Ugh. Hilfe. Was soll das denn? Viel zu viele Wachtürme. Unfaire Scheiße. Ja, das war jetzt nicht so unfaire Scheiße, das war einfach nur Dummheit. Hahaha. Ha, ha. Langsam ist ja doch ein bisschen raus, wie man gegen diese großen Windbags, oder wie auch immer die heißen, bestehen kann, indem man den ersten Schlag einfach mal abblockt. Dann werden die paralysiert und dann kann man so richtig freudig draufdreschen, wollte ich sagen. So, Windbags Young and Old. Oh. It can hardly tail up from down after a while. Nichts genutzt. Gar nichts. Und es regnet Gesundheitspunkte. Ich persönlich sehr angenehm finde. Okay, hier ist ein Umschalter, das wird jetzt bestimmt gleich sehr unangenehm alles werden. Ist das ein Gewehr? Ich will es. Something the windbags just can't handle. Something that'll punch clean through the greasy hides.
Okay. Gegen Massen funktioniert's gut. Gegen Einzelne eher nicht so. Aber. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. Ja, das ist jetzt aber irgendwie deswegen nochmal mein Problem. Scheiße. Unfreundlich. So. Da ist ein Heilpot, den nehmen wir mit. Und da hinten waren noch mehr Windbags zu verdreschen. Was ist denn hier los? Eine Popcorn-Maschine nach der anderen. Gute Güte. Aber ich bin wieder mit Heiltränken ausgestattet. Wo auch sonst alles? Sieht doch schon wieder aus wie eine Falle. Irgendwie. Finde ich. Na gut. War keiner. Dann soll's mir recht sein. Oh, da bewegt sich was. Could have been minding the business underground like in the old days. So. Das war der Effekt, den ich gerade schon meinte. Kann man die richtig schön verkloppen hinterher. Okay, aber was haben wir denn hier Hübsches? Neben jedem Kram, den man kurz und klein schlagen kann. Versteht sich. Hm? So, kurz und klein geschlagen. Hier auch kurz und klein geschlagen. Alles kurz und klein geschlagen. Und wir haben ein Waffenlager. Ja, aber ich glaube, mit der Blechmuskete und der Kriegsmachete bin ich doch ganz gut ausgerüstet. Da kann mich ein bisschen durchprügeln. As for the windbags, Cinderbrick gave him enough heat and metal to munch on for a while. Da ist auch schon der gesuchte Kern. Well, the fort ain't theirs by right. Can't blame them for wanting it, though. Whoa. Ruhig. Blauer, ruhig. So. Ha. Das hat ja mal ganz gut geklappt hier. Ist ja noch einer. Ganz viele. Zack, zack, zack. Und das, wo ich doch eigentlich gerade schon den... Ich habe den Kern doch schon. Ich muss doch nur noch nach Hause kommen. Mal wohl nicht wahr sein. Meine Liebe. Hier. Eieiei, das geht nicht so richtig gut. Da fallen überall Kisten mit irgendwelchen fiesen Gegnern runter. Hm, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ab schon. Ha! So funktioniert das nämlich. Ihr Loser. So. Armee von denen ausgerottet. Und du kommst auch nicht an meinem Schrotgewehr vorbei. Nein, nein, nein. Zack, zack, zack. Ich hab das kein geschlagen. Die kurz noch umgelegt, nachgeladen. He's blasting everything in sight with that newfangled musket. Naja, was soll ich denn sonst machen? Wenn ich's nicht umpoge, pokt's mich um, ne? So simpel ist das.
Ja, aber die Muskete ist schon echt angenehm, weil die ordentlich Schaden macht. So. Aber. Maximal ist unfair. Ich will doch nur noch nach Hause. So. Ja, aber auf die Entfernung ist er halt tatsächlich ein bisschen streuend. So. Schicken Konter hier. Sehr gut. Dann nochmal ein Konter, na? Ja. Da war er, der Konter. Ja, die Muskete ist wegen des Streuwinkels tatsächlich sehr angenehm. Wow. Einer nach dem anderen, Freunde, wir wollen ja hier nicht übertreiben. So. Ja, mit dem Streuwinkel ganz angenehm. Wenn man sich da so ein bisschen Schneise schießen kann. Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Ja, ich heile mich. Ich habe ja nur noch einen Versuch. Ist hier noch ein geheimer Weg? Okay, nein, gibt's nicht. Ich gibt's aber den nächsten Krawallbruder. Und das ist das Problem, dass dieses Schrotgewehr halt auf Entfernung überhaupt nicht viel Schaden macht, aber angenehm streut und ihn Kilometer zurückwirft. Aber da Munition ja nicht begrenzt ist, nur der Aspekt der Zeit da im Prinzip das Schießen eingrenzt. Kid ain't afraid of getting burned. Nö, warum auch nicht? Die Dinger voll kaputt schießt, ist doch alles super. Nö. So. Ach, das wird ja hier so ein Geduldsspiel, wa? Eine nach dem anderen, schalalalala. Das Feuer unbedingt. Ach je. Endkampf, ernsthaft? Unangenehm. Das ist ein bisschen unfair. Ja. Aber ich krieg ihn. Na, warte. Zack. Zum Geist ein Glutes. Warum zum Geier ist da noch so ein Riesenviech? Ja. Und schön. Und schön. Heil dich. So. Jetzt sind wir die schon mal los. Jetzt können wir uns hier wieder um den Großen kümmern.
das Muster ja doch immer das gleiche ist. The windbags finally get the message. Ja, genau. Die Message ist, lasst euch von mir ruhig verkloppen. Habe ich nichts gegen. Was passiert hier noch? Diamantsplitter links hieß einsammeln. Ganz wichtig. Schließlich weiß ich jetzt, dass ich mir damit wertvolle Dinge kaufen kann. Ich wieder in der Basis. In der Bastion heißt das natürlich. So, hier haben wir noch einen Sheriffsstern. Den nehmen wir. Kid used to dream of getting a Marshal's badge, but not like this. The Skyway is a welcome sight after all that. Ja, Skyway. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrick Fort. Blechmusket ist im Nahkampf besonders effektiv und kann Feinde in die Luft schleudern. Haben wir gesehen. Just as Zulf's telling me about his own journey to the city. Aha, aha. Aber das ist eine Geschichte, die wir dann beim nächsten Mal uns angucken werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, zockt viel, zockt schön und bis zum nächsten Mal. Ciao!